Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerrecht. Wie ihr seht, sind wir bei Video 24 angekommen und heute befassen wir uns mit der komplexen Welt der Besteuerung von gemeinnützigen Organisationen, also hauptsächlich von Vereinen, Stiftungen und GmbHs, die grundsätzlich erst einmal wie Kapitalgesellschaften zu behandeln sind, aber haufenweise spezielle Sachen und Regelungen haben, in die man beachten und kennen muss, was die Beurteilung, Besteuerung und Verbuchung von denen nicht ganz so einfach macht. Deswegen steht heute Folgendes auf dem Plan. Wie immer tun wir uns um Punkt 1 um die Grundlagen kümmern. Bei 2 schauen wir uns die Gesellschaftsform im Bereich der Gemeinnützigkeit an. Dann der dritte und wichtigste Punkt. Da fängt es eigentlich richtig an, dass wir tief in die Materie gehen, die Bereiche. Denn Vereine sind in Bereiche gegliedert oder gemeinnützige Organisationen allgemein sind in Bereiche zu gliedern. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch sehr akribisch und penibel macht. Denn jeder Bereich erfährt eine andere Besteuerung und andere Regelungen bezüglich den Gewinn, der erwirtschaftet werden darf und Rücklagen, die gebildet werden dürfen. Das sind strenge Vorschriften, die streng eingehalten werden müssen. Und daher muss auch die Buchhaltung wirklich sehr akribisch sein und immer bei jeder Buchung überlegt werden, welchen Bereich kann ich das zuordnen und falls ich es nicht zuordnen kann, kann ich es wirklich verallgemeinern. Verallgemeinern sind zum Beispiel sowas wie Verwaltungskosten, die jenen entstehen halt durch Büromaterial oder Verwaltungslöhne, die betreffen dann in der Regel alle Bereiche, die der Verein hat. Und dann muss man sich halt einen Schlüssel überlegen. In der Regel ist ganz gut im Verhältnis der Einnahmen. Und bei der Buchhaltung kommt es dann darauf an, wie man es verbucht. Die akribischste Lösung wäre, wenn man sagt, wir haben 4 Bereiche, meinetwegen jeder 25%. Ich mache 4 Buchungen und tue den Aufwand mit jeweils 25% in den Bereich buchen. Muss dann noch bedenken, im Zweckbetrieb darf ich wahrscheinlich Vorsteuer ziehen, wenn ich nicht gerade Kleinunternehmer bin und beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch, also wahrscheinlich auch mit Vorsteuerschlüssel, muss man halt schauen. Eleganter ist der Weg, dass man bei diesen aufzuteilenden Kosten sagt, okay, ich buche die alle erstmal auf das allgemeine Konto, rechne ungefähr aus, wie der pauschale Aufteilungsschlüssel für die Vorsteuer ist und ziehe am Ende der Buchhaltung, wenn es eine Monatsbuchhaltung ist, dann monatlich, den entsprechenden Wert raus, buche also erstmal aufzuteilende Vorsteuer, Aufwand an zum Beispiel Bank und die aufzuteilende Vorsteuer teile ich dann tatsächlich auf in abziehbar und nicht abziehbar. Und am Ende des Jahres packe ich oder buche ich tatsächlich die ganzen Aufzeichnungskonten entsprechend auf die Bereiche über, schaue nochmal, ob sich mein Aufteilungsschlüssel verändert und korrigiere entsprechend die Umsatzsteuer. Das gehen wir jetzt aber alles tatsächlich an. Das ist eine buchhalterische, ich sag mal, Kleinigkeit verglichen mit der Gesamtbetrachtung. Wenn man das einmal raus hat, läuft das auch. Nein, wir schauen uns die Bereiche an, die es gibt. Das ist der ideelle Bereich, den ich mit EB abkürze, die Vermögensverwaltung, VV, Zweckbetrieb, ZB und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, WGB. Und unter denen muss man halt alle Buchungen versuchen, möglichst zu erfassen, außer sind welche, die wirklich alles betreffen, die man dann nach Schlüssel verteilen muss. Denn von diesen Bereichen hängt Punkt 4 ab, die Rücklagen, welche ich bilden kann und in welcher Höhe, werden wir uns dann genau anschauen. Und das, was für die meisten natürlich am wichtigsten ist, Punkt 5, Umsatz, Gewerbe und Körperschaftsteuer, denn je nach Bereich können verschiedene dieser anfallen und da gibt es auch noch verschiedene Regelungen. Fangen wir bei erstens an, weil der Rest zu weit weg ist, mit den Grundlagen. Die Besteuerung gemeinnütziger Organisationen unterliegt einigen Besonderheiten, wie ich schon gesagt habe, und hauptsächlich reden wir von Vereinen, Stiftungen und GmbHs. Grundsätzlich erstmal ratsam, die AO aufzuschlagen, denn in Paragraphen 51 fortfolgende, so ungefähr bis 70, sind die wichtigsten Regeln dazu. Grundlegend sind die oben genannten Organisationen Kapitalgesellschaften, also erstmal auch entsprechend, wie diese zu behandeln und damit grundsätzlich steuerpflichtig an Steuerarten, wo auch Kapitalgesellschaften steuerpflichtig sind. Allerdings hat der Gesetzgeber natürlich eingesehen, dass von diesen Gesellschaften das Bestreben besteht, gemeinnützige Zwecke zu erfüllen und weshalb hier innerhalb der Kapitalgesellschaft verschiedene Bereiche geben kann, den ideellen Bereich, die Vermögensverwaltung, den Zweckbetrieb und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und je nachdem, wie stark diese ausgeprägt sind, gibt es zahlreiche Vergünstigungen und Ausnahmen, welche eine Steuerfreiheit oder Nichtsteuerbarkeit zur Folge haben können.
Wir schauen uns jetzt mal die drei wichtigsten Gesellschaftsformen hier im Vergleich an. Ein Verein verfügt über eine Satzung, in der der Vereinszweck geregelt ist. Der Vereinszweck ist immer der ideelle Bereich, es kann auch mehrere Vereinszwecke geben, bleibt aber ein einziger ideeller Bereich. Vereine finanzieren sich maßgeblich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Stiftungen hingegen verfügen über eine Satzung, in der der Satzungszweck geregelt ist, das ist also genau wie bei Vereinen. Aber was anders ist, bei der Gründung wird ein Stiftungsvermögen angelegt, in der Regel Wertpapieren, Immobilien, manchmal auch jetzt in Wallets mittlerweile, also in Kryptowährungen. Und dieses darf nicht verwendet werden. Es ist so eine Art Grundkapital, das Stiftkapital genannt, das darf nicht angetastet werden. Und finanzieren tun die sich durch Spenden, aber auch durch die Erträge dieses Stiftvermögens. Man geht also davon aus, dass wenn die Stiftung keine Zuwendung erhält, wird genug Geld ausgeschüttet durch die Anlagen, das dann für die gemeinnützigen Zwecke der Stiftung verwendet wird. GmbHs sind in der Regel so eine Mischform, die einen gemeinnützigen, ideellen und einen wirtschaftlichen Bereich haben. Ansonsten würde man eher eine andere Gesellschaft wählen. Ist natürlich von der Gründung her einfacher. Bei Vereinen zum Beispiel braucht man halt mindestens 7 Gründungsmitglieder, die dauerhaft da sein müssen. Es dürfen natürlich auch andere sein, aber es müssen immer 7 Mitglieder geben. Bei Stiftungen hat man das Stiftkapital, aber GmbHs sind vergleichsweise einfach zu gründen. Und sie finanzieren sich halt maßgeblich durch Spenden und wirtschaftliche Betätigung. Damit kommen wir zu diesen wichtigen Bereichen, denn das ist der größte und wichtigste Unterschied zwischen gemeinnützigen Organisationen und normalen Kapitalgesellschaften. Wie ich schon sagte, die müssen buchhalterisch sehr sorgfältig getrennt werden, weil alle separate Beurteilungen erfahren müssen. Und bis auf den ideellen Bereich können auch mehrere Bereiche mehrfach vorkommen. Zum Beispiel kann ein Verein eine Gastronomie unterhalten und Einnahmen durch Werbung generieren. Dann haben sie halt 2 wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die buchhalterisch idealerweise zu trennen sind, steuerrechtlich aber wieder gesamt betrachtet werden müssen. Die Bereiche müssen wir unterscheiden, das hatten wir schon mal genannt, hier nochmal dargestellt, und beginnt mit dem ideellen Bereich über die Vermögensverwaltung zum Zweckbetrieb und schlussendlich den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nimmt die Besteuerung zu. Das heißt, der ideelle ist komplett frei, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in der Regel ist öfters, ihr werdet sehen, es gibt Ausnahmen, in allen Steuerarten steuerpflichtig. Fangen wir mit dem ideellen Bereich an, der ist auch das Kernthema einer gemeinnützigen Organisation, der sogenannte originäre Bereich. Und da ist der gemeinnützige Zweck wichtig, sprich das, was in der Satzung steht, das muss der Verein oder die gemeinnützige Gesellschaft überhaupt tun. Daher ist das so wichtig. Und weil der halt gemeinnützig sein soll und auch sein muss, ist er in allen Steuerarten begünstigt und keiner Steuerart steuerbar nach § 51 Absatz 1 und 59 AO. Die gemeinnützigen Zwecke, die steuerlich anerkannt werden, sind in § 52 bis 54 AO aufgelistet. Da gibt es eine breite Auswahl. Und jede Organisation, die gemeinnützig, hat auch nur einen einzigen ideellen Bereich, auch wenn der mehrere dieser gemeinnützigen Zwecke, die in den 52 bis 54 AO geregelt sind, vorhanden sein können. Im ideellen Bereich dürfen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO keine dauerhaften Gewinne gemacht werden. Diese müssen zeitnah eingesetzt oder in Rücklagen eingestellt werden. Da gibt es aber Grenzen. Die stehen dann so, sag ich mal, § 62 AO. Wichtig zu beachten ist auch, dass der ideelle Bereich möglichst keinen Verlust erwirtschaften sollte, es sei denn, man kann den mit einem Gewinn aus den Vorjahren ausgleichen oder man macht ihn für größere zukünftige Investitionen oder aber wir haben andere Bereiche, die einen Überschuss erwirtschaftet haben, mit dem man den Verlust kompensieren kann. Dann ist das nicht schädlich, aber ansonsten wird das bedeuten, wenn diese ganzen Sachen nicht gegeben sind, dass der ideelle Bereich ein dauerhaftes Minus macht, wäre nicht möglich, weil dann würde das Gründungs- und Grundkapital angegriffen werden. Damit kommen wir zum Bereich der Vermögensverwaltung. Und ebenso wie der ideelle Bereich ist die grundsätzlich nicht steuerbar. Problem ist, das wird oftmals heftig diskutiert, da sie oftmals einen gewerblichen Charakter entwickeln kann und dann wiederum zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb werden kann. Und hier knüpft man den § 20 StG an. Und daher können es folgende Gefahren geben. Es kann eine Vermietung sein,
Die ist dann Dauer, wenn sie größer 6 Monate ist, dann ist das eine klassische Vermögensverwaltung. Ist sie aber wenigstens kurzfristig, also weniger als 6 Monate, ist es wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Grundsätzlich, Darlehen sind immer schön, denn Zinsen sind immer Vermögensverwaltung. Was wirklich oft diskutiert wird, sind Aktien oder Wertpapiere allgemein. Denn die Dividenden sind eigentlich immer Vermögensverwaltung. Problem sind die Spekulationsgewinne. Das heißt, wenn wir eine Aktie für einen Wert kaufen und wieder verkaufen und dabei einen Gewinn machen, dann ist ja bei normalen Gesellschaften, beziehungsweise auch bei normalen Personen, dieser Bereich des Gewinns, der sogenannte Spekulationsgewinn, an sich normalerweise steuerpflichtig. Und hier wird sehr oft gestritten. Man sagt oder die Gerichte sagen, wenn in großem Umfang Spekulationsgewinne oder Spekulationen stattfinden, dann ist es wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, weil es zu einer wirtschaftlichen Verzerrung kommt. In kleinem Umfang, da ist es dann tatsächlich Vermögensverwaltung. Das Problem ist, es gibt da keine eindeutigen Richtlinien oder ich sage mal Kennwert, dass man sagt, gut, 20% der Werte an Aktien im Jahr darf man umschlagen. Sowas gibt es nicht. Verschiedene Gerichte haben verschiedene Urteile gefällt, mal so, mal so, mal waren sie großzügig, mal ein bisschen engstirnig. Es lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Man sollte nur dann Folgendes sagen: Vorsicht, wenn man Spekulationsgewinne anstrebt, man sollte versuchen, als gemeinnützige Organisation Aktien langfristig anzulegen und nur ab und an zu verkaufen. Dann sollte das kein Problem sein. Ja, und damit kommen wir zum Bereich Zweckbetrieb. Der Begriff, den mag ich nicht besonders, also an sich mag ich den Begriff schon, aber ich mag ihn nicht so, wie das Gesetz ihn verwendet. Denn nach Paragraf 65 AO wird der Zweckbetrieb erstmal grundsätzlich als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb betrachtet, der steuerlich begünstigt ist. Also wir haben wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die begünstigt sind, das sind Zweckbetriebe, und die nicht begünstigten sind echte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Das ist etwas verwirrend. Also es wäre schöner, hätte man hier verschiedene Begrifflichkeiten. Man hat hier einen Überbegriff für Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der leider auch wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb heißt. Das ist verwirrend und ungünstig und führte tatsächlich dazu, dass bei der Betrachtung von einer Freigrenze von 45.000 Euro, die wir dann kennenlernen, die sogenannte Umsatzfreigrenze, immer wieder diskutiert wurde, welcher wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist denn gemeint. Aber mittlerweile ist ins Gesetz richtig reingeschrieben, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind. Also tatsächlich dann nur die echten. Von daher ist eigentlich mittlerweile das Gesetz in dem Punkt ein bisschen obsolet. Man hätte es direkt Zweckbetrieb dann nur noch nennen sollen. Aber gut. Wichtig ist, ein Zweckbetrieb ist dann steuerlich begünstigt, wenn er dazu dient, die satzungsmäßigen Zwecke des ideellen Bereichs ebenfalls zu erfüllen und er keine wirtschaftliche Konkurrenz zu nicht begünstigten Gesellschaften verursacht. Zu finden sind Regelungen in Paragraphen 66 bis 68 AO. Da stehen halt noch besondere Zweckbetriebe drin, wie Pflegeheime, Jugendherbergen, Krankenhäuser und so weiter. Ein Beispiel für einen Zweckbetrieb eines Sportvereins kann nach Paragraph 67 AO zum Beispiel Ticketeinnahmen sein, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens maximales Bruttoeinnahmen von 45.000 Euro pro Jahr, keinen bezahlten Sportler als Teilnehmer. Im Zweckbetrieb dürfen sowohl Gewinne als auch Verluste gemacht werden, wobei Gewinne auch in Rücklagen fließen. Und damit kommen wir zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also zu dem Teil, den man eigentlich sonst nur betrachtet, wenn man eine Kapitalgesellschaft bucht. Der Rest war alles jetzt Spezialität. Hier kommt das, was man so ein bisschen kennt, allerdings wieder mit Sonderregelung. Was ein echter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist, ist in Paragraph 64 AO geregelt. Das bedeutet einfach nur, alles, was nicht die anderen Bereiche ist, ist wegen Wirtschaftsgeschäftsbetrieb. Und jede Organisation kann null bis unendlich viele wirtschaftliche Geschäftsbetriebe haben, die aber zusammenzurechnen sind. Und die sind grundsätzlich erst einmal in allen Steuerarten steuerbar und steuerpflichtig. Ganz wichtig ist, auch wenn das nur indirekt, sage ich mal, im Gesetz steht, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe dürfen keinen Verlust erwirtschaften, weil das hat ein logisches Problem. Das würde nämlich bedeuten, dass die steuerbegünstigten Bereiche des Zweckbetriebs und des ideellen Bereiches den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb tragen und somit wäre die Erfüllung des Gemeinnützigkeitszwecks nicht mehr gegeben
und damit wird die Gemeinnützigkeit und damit die Steuerfreiheit verfallen. Also, wenn ich sage, ich betreibe einen Hotdog-Stand und den kann ich aber, den betreibe ich nicht wirtschaftlich, ich mache daraus Verluste, ich kann ihn nur betreiben, weil ich einen Teil der Spenden, die ich bekommen habe, da reinstecke. Dann habe ich bewiesen, ich habe die Spenden gar nicht so verwendet, wie ich das sollte, laut meinem Vereinszweck, sondern um diesen Hotdog-Stand zu betreiben. Und das ist nicht gemeinnützig. Und das ist Hardcore, weil dadurch kann der ganze Verein kaputt gehen, weil auf einmal alles wirtschaftlich wird und alles entsprechend auch der Besteuerung unterliegt. Da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn man im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb jetzt eine große Investition tätigt oder Geld angespart hat dafür, dann kann man das auch machen. Man kann Verlust machen, wenn man sie begründen kann. Das ist aber immer relativ schwer. Machen wir mal eine kleine Übung zu den Bereichen. Der kleinlokale Fußballverein zum Tor e.V. hat 2022 folgende Einnahmen-Ausgaben erzielt. Die schauen wir uns gleich sowieso nochmal im Detail an. Aber die Aufgabe ist, stelle fest, welchen Bereich der Verein hat und ermittle den jeweiligen Gewinn-Verlust aus den Bereichen. So, wenn ihr wollt, könnt ihr pausieren, wenn ihr euch vorher mal durchlesen wollt und selbst euch versuchen wollt. Ich natürlich, da das eine Ad-hoc-Übung ist, stelle die Lösung direkt vor. Und wir fangen natürlich an, Bereiche zuzuordnen, jeweils rechnen. Spenden und Mitgliedsbeiträge, eindeutig ideeller Bereich. Ticketverkäufe für Turniere 8.000 Euro. Ich erinnere an diese Sonderregelung, die wir hatten, Paragraph 67a Absatz 1 Satz 1 AO. Die Einnahmen sind nicht höher als 45.000 Euro, damit Zweckbetrieb. Dann haben wir Zinsen aus Bundesanleihen, Vermögensverwaltung, Einnahmen aus Bannerwerbung, eindeutig wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Ich habe schon mal eine einzelne geschrieben, weil wir haben noch einen zweiten hier. Das ist nämlich die Gastronomie, hier mit Speisenverkauf. Die Getränke gehören natürlich auch zur Gastro. Sportlervergütung, die gezahlt wurden, müssen wir in den ideellen Bereich packen, eindeutig. Kostensportbetrieb allgemein. Jetzt müssen wir überlegen, Vermögensverwaltung und die wirtschaftlichen Bereiche haben mit Sport nichts zu tun, aber sowohl der ideelle Bereich als auch der Zweckbetrieb. Damit müssen wir es da aufteilen. Verwaltungskosten und Löhne allgemein müssen wir zwischen allen Bereichen aufteilen, außer den Gastrobereich WGB2, weil der hat seinen eigenen Kostenpunkt. Wareneinkauf, Speisen gehört natürlich zur Gastro, Getränke ebenso und Löhne für Gastronomie hat hier noch extra ausgelagert. Die gehören zum WGB2. Man kann jetzt streiten, ob die Verwaltungskosten auch noch zu WGB2 gehören, weil ja auch da natürlich eine gewisse Verwaltung notwendig ist. Ich habe es jetzt aber zur Darstellung mal weggelassen, aber das wäre möglich. Könnte man vertreten. Gut. Wir haben hier also zwei Posten, die Kostensportbetrieb und die Verwaltungskosten, die mehrere Bereiche betreffen und damit aufgeteilt werden müssen. Damit sollten wir anfangen. Das heißt, bei der Trennung Bereiche bietet sich halt dann oft an, das Verhältnis der Einnahmen zu machen als Schlüssel. Man kann optional auch pauschalieren und so eine Art Verwaltungsgebühr innerhalb der Bereiche untereinander festlegen. Das sollte aber schon realistisch sein, sonst wird einem schnell Willkür unterstellt, wenn man da auf einmal riesengroße Beträge raushaut, nur um irgendwas auszugleichen. Und vor allem, wenn diese, nehmen wir es mal, Pauschalierung ständig variiert von Jahr zu Jahr, dann kommt man die Gefahr der Willkür und das wird einem das Finanzamt um die Ohren knallen. Also wenn man es kann, dann einen sinnvollen Schlüssel. Hier zum Beispiel sind die Einnahmen, wie fast immer, ein guter Schlüssel. Das machen wir jetzt auch so. Der ideelle Bereich hat Einnahmen durch Spenden und Mitgliedsbeiträge von 20.000 Euro und der Zweckbetrieb die Ticketverkäufe für Turniere in Höhe von 8.000 Euro. Vermögensverwaltung hat Zinsen aus Bundesanleihen 2.500. WGB1 hat Einnahmen aus der Bannerwerbung 10.000 Euro und WGB2, die Gastro, hat Speisen 5.000 Euro plus Getränke 9.000 Euro, macht 14.000 Euro. Und damit können wir jetzt arbeiten. So, wir fangen an und schauen uns das an. Die Einnahmen für die Aufteilung Kostensportbetrieb allgemein, da müssen wir schauen, wie verhält sich der ideelle Bereich zum Zweckbetrieb. Der ideelle Bereich hat 20.000, der Zweckbetrieb 8.000 Einnahmen, also 28.000 gesamt. Im Prozent sind das beim ideellen Bereich 71,43. Und wenn wir das auf die 2.000 Euro runterrechnen, heißt das 1.428,60 Euro sind den ideellen Bereich aus dem Posten Kostensportbetrieb anzurechnen. Beim Zweckbetrieb, der hat 28,57% der Einnahmen erwirtschaftet
und deswegen hier 571,40 € anteilische Kosten aus dem Sportbetrieb zuzurechnen. Summieren wir das, müssen wir natürlich auf 100% und auch wieder auf die 2.000 € kommen, und das kommen wir auch, so soll es sein. Dasselbe machen wir jetzt ein bisschen aufwendiger für den Posten Verwaltungskosten und Löhne allgemein, da das vier Bereiche betrifft. Die haben insgesamt Einnahmen von 40.500. Das sind unsere 100%, unser Schlüssel. Und die 20.000 € Einnahmen aus dem ideellen Bereich entsprechen 49,38%. Und 49,38% der Kosten von 7.000 € heißt 3.456,60 kommen in den ideellen Bereich. Bei der Vermögensverwaltung kommen wir auf 6,18%, was 432,60 € macht. Beim Zweckbetrieb 19,75%, was dann 1.382,50 € Kostenanteil macht. Beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 1 24,69%, das macht 1.728,30 € aus. Und wenn wir die Summen zusammenrechnen, siehe da, kommen wir wieder auf 100% und wieder auf 7.000 € und haben das jetzt schon mal schön in die Bereiche verteilt. So, jetzt können wir, haben wir alles da, was wir brauchen, können Gewinn und Verlust ermitteln. Fangen wir mit dem ideellen Bereich. 20.000 Einnahmen minus 7.885,20 € Ausgaben. Also die 3.000, die wir aus Aufgabenstellung hatten und die anderen zwei, die wir berechnet haben, machen einen Gewinn von 12.114,80 €. Bei der Vermögensverwaltung haben wir Einnahmen von 2.500, 432,60 € Ausgaben, macht einen Gewinn von 2.067,40 €. Im Zweckbetrieb haben wir 8.000 Einnahmen, Ausgaben von 1.953,90 €, macht einen Gewinn von 6.046,10 €. Im ersten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben wir 10.000 € Einnahmen, 1.728,30 € Ausgaben, macht einen Gewinn von 8.271,70 €. Und die Gastro WGB 2 hat 14.000 € Einnahmen, 10.000 € Ausgaben glatt, weil da nichts mit Aufteilerei war, macht einen Gewinn von 4.000 €. Ziehen wir uns die Summe, haben wir insgesamt Einnahmen von 54.500 €, Ausgaben von 22.000 € und damit einen Gesamtgewinn von dem gesamten Verein hier 32.500 €. Damit kommen wir jetzt zum Thema Rücklagen. Dies sind Paragraph 62 AO definiert und dienen dazu, Überschüsse aus dem ideellen Bereich und den Zweckbetrieb anzusparen und damit die Vorschrift der zeitnahen Mittelverwendung nach Paragraph 55 Absatz 1 Satz 5 zu umgehen. Denn Gewinne müssen, wenn sie nicht aus dem wirtschaftlichen Bereich sind, immer zeitnah möglichst verwendet werden. Und zeitnah heißt im nächsten Jahr. Doch die Rücklagen dienen dazu, wenn man Gewinne hat, dass man dann einen kleinen Puffer, sage ich mal, hat. Das ist halt auch oft notwendig, da die sonstige Pflicht der zeitnahen Mittelverwendung größere Anschaffungen ja verhindern würde. Denn man könnte ja nichts ansparen. Und größere Anschaffungen müssten logischerweise dann aus dem Gewinn innerhalb eines von einem Jahr investiert werden. Das ist sehr schwer. Und daher gibt es solche Regelungen. Der Paragraph 62 Absatz 3 AO kennt sogar vier Ausnahmen, bei denen die zeitnahe Mittelverwendung gar nicht erst greift und wo Vermögen angespart werden kann, ohne dass irgendeine Rücklage gebildet wird. Und es gibt noch eine spezielle Vorschrift aus Absatz 4, die stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Erstmal hier die Ausnahmen aus Absatz 3. Satz 1: Erbschaften ohne Zweckbindung. Diese sollten als eine eigenständige Rücklage aus Erbschaften gebucht werden. Und Satz 2, Zuwendungen mit der expliziten Auflage zur Zuführung des Vermögens. Diese müssen entsprechend vermögenswirksam, zum Beispiel als Kapitalerhöhung, gebucht werden. Und Satz 3, erhalten Spenden aus einem Spendenaufruf zur Vermehrung des Vermögens. Diese müssen entsprechend vermögenswirksam als Kapitalerhöhung zum Beispiel gebucht werden. Das sind alles Sachen, damit umgeht man die Mittelverwendung, die zeitnah. Und Satz 4, Sachzuwendungen in das Vermögen. Diese müssen entsprechend vermögenswirksam auch als Kapitalerhöhung gebucht werden. Ist aber eher selten. Es gibt eher meistens Sachspenden. Kommt halt darauf an, was man hat. Wenn da ein Bild gespendet wird für eine Kunstgalerie, sage ich mal, dann ist das schon wahrscheinlich in dem Vermögen gut zuzuordnen. Aber wenn das jetzt so ein Fußball ist für einen Sportverein von, ich sage mal, 10, 20, 30, 40, 50, meinetwegen so 100 €, dann wäre es Quatsch, das als Vermögensmehrung zu buchen, sondern könnte man direkt
in einer Bereiche erfassen. Die besondere Ausnahme aus Absatz 4 gilt nur für Stiftungen, denn diese kann im Jahr der Errichtung und in den drei kalendarischen Folgejahren Gewinne aus der Vermögensverwaltung oder dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dem Vermögen zuführen und damit ihr Kapital und damit wiederum die generierten Erträge erhöhen. Diese unbeschränkten vermögenswirksamen Zuführungen sind in der Rücklagenbildung vorzuziehen, da diese unbeschränkt möglich sind, keine zeitliche Begrenzung zur Auflösung haben und auch spezielle Sachverhalte darstellen, die teilweise nicht im Rahmen der Rücklagenbildung berücksichtigt werden. Wichtig dabei ist allerdings, Rücklagen dienen dazu, Gewinne in spätere Jahre zur Investition zu transferieren. Vermögensmehrungen nicht, die können dafür dienen, aber nicht zwingend. Die dienen grundsätzlich dazu, erstmal das Vermögen zu mehren. Ach ja, für Stiftungen vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der steht auf keiner Folie. Fällt mir auch gerade so ein, wenn ich das hier sage. Stiftungen sind verpflichtet, ihr Kapital, ihr Vermögen so anzulegen, dass Gewinne generiert werden. Das bedeutet, sie können heutzutage kaum noch größere Bankkonten führen, in der Hoffnung, dass sie mit den Zinsen zurechtkommen. Die Zinsen sind ja mit der Nullpolitik, ja fast null zumindest, und daher fast gezwungen, eigentlich in Aktien oder in Spekulationsgeschäfte anderer Art, Kryptowährung etc. zu investieren. Ansonsten können aber nach § 62 Absatz 1 folgende Rücklagen gebildet werden, wobei anhand der Freiheit bei der Auflösung der Rücklage folgende zu priorisieren sind. Also es gibt hier verschiedene Rücklagen, werdet ihr sehen, und manche davon kann man halt besser auflösen und länger behalten. Das Beste ist die freie Rücklage, die findet man in Nummer 3. Das aber bedeckelt höchstens ein Drittel des Gewinns aus der Vermögensverwaltung und maximal 10% des Gewinns aus ideellen Bereich und Zweckbetrieb. Und es gibt keine Vorschrift zur Auflösung. Daher sollte man die möglichst verwenden, wenn man kann. Nummer 1, die satzungsmäßige Rücklage. In Höhe, die notwendig ist, um satzungsmäßig Zwecke zu erfüllen. Ich habe es geschrieben, Kinderspeed spart für ein neues Kinderheim. Das kann alles Mögliche sein. In der Regel wird in der satzungsmäßigen Rücklage fast alles reingepackt, wenn es einen Überschuss gibt, den man nirgendwo anders hinpacken kann. Das Problem ist nur, wenn die sich anspart und immer höher wird, ohne dass man jetzt einen Gegenwert von der Planung hat, sieht das mit der Zeit ein bisschen doof aus und die zeitnahe Mittelverwendung kann angezweifelt werden. Daher Vorsicht. Auflösung, ja, wenn es eintritt und möglichst zeitnah ist, also sobald dieser Zweck erfüllt ist. Die Wiederbeschaffungsrücklage ist eine sehr spezialisierte Form und dient dazu, Kosten für Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern für satzungsmäßige Zwecke zu erwerben. Und das ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Das heißt, zum Beispiel hier in der Kinderspeeds können das Möbel sein oder für einen Fußballverein irgendwelche Tore oder sonst was. Also eher wirklich so für bewegliche Wirtschaftsgüter. Auflösung, sobald diese angeschafft werden. Und Nummer 4, die gesellschaftsrechtliche Rücklage ist eher selten möglich. Die dient nur zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung einer Gesellschaft und mindert die freie Rücklage auch noch in gleicher Höhe, ist also nicht so toll. Was heißt das? Sagen wir mal, wir sind an einer GmbH mit, keine Ahnung, 10% beteiligt und die hat 100.000 Euro ist unser Anteil in Euro ausgedrückt, ja? Und jetzt erhöhen die ihr Kapital. Wenn 100.000 Euro 10% sind, heißt das, die haben 1 Million gehabt. Irreal, aber egal. Sagen wir, ich stocke mal auf 1,5 Millionen auf, dann hätten wir ja nicht mehr 10%. Wir bräuchten 50.000 Euro mehr, damit wir die 10% weiterhin haben. Wenn wir das wollen, dann können wir da 50.000 Euro in diese Rücklage packen, hier in dem Beispiel. Problem ist, die freie Rücklage zu mindern, ist halt immer ungünstig. Auflösung ist natürlich, sobald wir halt diesen prozentualen Differenzbetrag aufgekauft haben, die Anteile. Und da das so schön war, machen wir eine kleine Übung. Wir bleiben bei unserem Zumtor e.V. und setzen die Aufgabe fort, behaupten, oder haben ja ausgerechnet, welche Gewinne wir haben. Behaupten folgende Rücklagen, Vorträge liegen bereits vor zum 01.01. Die freie Rücklage von 10.000 Euro, satzungsmäßige Rücklage 2.000 Euro, Wiederbeschaffungsrücklage 1.000 Euro und ein Gewinnvortrag von 15.000 Euro.
und die Aufgabe ist, berechne die Entwicklung der Rücklagen unter folgenden Gesichtspunkten und mit möglichst idealer Verteilung. Gehe davon aus, dass keine Steuern anfallen, einfach weil wir das jetzt so gerne mal Stück für Stück hier machen wollen. Wichtig ist, im Gewinn des ideellen Bereichs sind 17.000 Euro für Erbschaften eingeflossen und zweitens, der Verein plant die Anschaffung von neuen Trainingsgeräten in Höhe von 5.000 Euro. Gut, legen wir los. Die freie Rücklage startet mit 10.000 Euro. Zuführen dürfen wir ein Drittel des Gewinns aus der Vermögensverwaltung, also ein Drittel von 2067,40, plus 10% Gewinn aus dem ideellen Bereich, also 10% von 12.114,80, plus 10% des Gewinns aus dem Zweckbetrieb, also 10% von 6046,10, bedeutet 689,13 plus 1211,48 plus 604,61 macht 2505,22. Und wir landen bei der neuen Rücklage von 12.505,22. Jetzt müssen wir aber die Gewinne, die wir quasi ja schon anteilig verteilt haben, kürzen. Für die Vermögensverwaltung hatten wir 2067,40 als Gewinn. Davon ziehen wir 689,13 ab, die wir hier schon in diese Rücklage gepackt haben. Haben wir noch 1378,27 zu verteilen. Ähnlich beim ideellen Bereich, da hatten wir 12.114,80. 1211,48 haben wir auch schon verteilt, können also nur noch 10.903,32 in andere Rücklagen packen. Und beim Zweckbetrieb haben wir auch 10% gekürzt, also 6.046,10 minus 604,61 heißt, hier haben wir noch einen Restgewinn nach der freien Rücklage von 5.441,49. Dann hatten wir jetzt den Sonderfall gehabt, dass wir im ideellen Bereich verbucht hatten 17.000 Euro für Erbschaften angeblich. Und da können wir ja die spezielle Rücklage aus Erbschaften machen, die toll ist, weil sie theoretisch ewig haltbar ist und keinen Verwendungszweck braucht ansonsten. Und das heißt, wir packen direkt schon mal 17.000 Euro da rein. Und ja, der Neustand ist von 0 auf jetzt 17.000. Wir müssen also den Gewinn aus dem ideellen Bereich kürzen, weil da ist ja die Erbschaft reingeflossen. Wir haben jetzt noch einen Restgewinn von 10.903,32, ziehen 17.000 ab und haben jetzt einen Verlust von 6.096,68. Dann hatten wir noch das gehabt, dass der Verein die Anschaffung von neuen Trainingsgeräten in Höhe von 5.000 Euro plant. 1.000 Euro war diese Wiederbeschaffungsrücklage. Das heißt, wir können noch 4.000 Euro zuführen und landen bei den 5.000. Formell lösen wir 1.000 auf und buchen 5.000 neu. Und auch hier kürzen wir den Gewinn aus dem ideellen Bereich. 6.096,68 minus waren sind wir jetzt, nochmal 4.000 weg, haben wir aktuell da einen Verlust von 10.096,68. Keine Angst, alles wird gut. Damit kommen wir zu den satzungsmäßigen Rücklagen. Vorläufig, die waren 2.000 und der Rest des Gewinns aus dem ideellen Bereich nach Wiederbeschaffungsrücklage plus der Restgewinn aus der Vermögensverwaltung nach freier Rücklage plus den Restgewinn des Zweckbetriebs nach freier Rücklage versuchen wir hier reinzupacken. Das heißt minus 10.096,68 plus 1.378,27 plus 5.441,49 haben wir einen Abgang von 3.276,92 und haben eine negative Rücklage von 1.276,92. Dieser negative Betrag, der nicht existieren darf, muss mit den satzungsmäßigen Rücklagen oder mit den Gewinnen aus anderen Bereichen berechnet werden. Ja, mehr, wir haben da nichts mehr, also brauchen wir die anderen Bereiche. Da die satzungsmäßigen Rücklagen möglichst zeitnah aufgebraucht werden müssen, ist es aber auch ratsam, diese restlichen Beträge der Bereiche IB, VV und ZB alle in diese erstmal zu buchen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Jetzt haben wir natürlich den Effekt, Rücklagen können nicht negativ sein, also müssen wir das simpel lösen. Und zwar indem, wie geschrieben, wir das ausgleichen, indem wir den Gewinn aus dem wirtschaftlichen Bereich kürzen. Und zwar in der Höhe, die wir brauchen, damit die Rücklage nicht mehr negativ ist. Das heißt, wir packen noch 1.276,92 vom Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes hier rein, landen bei einem Abgang von 2.000 Euro und haben damit die Rücklage auf 0 Euro und aufgelöst. Ja, der Rest ist jetzt einfach, kommt in den Gewinnvortrag bzw. in den Gewinn aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, kann ja auch zeitlich unbegrenzt gebildet werden und sollte daher nur zum Ausgleich negativer Rücklagen eingesetzt werden. Und errechnet sich mit 15.000, die wir zum 1.1. haben, plus
den Gewinn aus dem wirtschaftlichen Bereich 1 und wirtschaftlichen Bereich 2 plus den Ausgleich der negativen Rücklagen, heißt also 8.271,70 plus 4.000 minus 1.276,92 gleich 10.994,78 als Zuführung, macht eine neue Rücklage von 25.994,78 und ich meine natürlich Gewinnvortrag und nicht Rücklage. In der Übersicht dargestellt haben wir also Folgendes. Wir hatten am Anfang des Jahres insgesamt Rücklagen und Gewinnvorträge von 28.000 Euro, haben insgesamt 32.500 zugeführt und landen jetzt bei 60.500 Euro, genauso wie es sein soll. Perfekt, damit sind wir jetzt d'accord. Und ihr seht, ist auch schön verteilt, die freie Rücklage ist gestiegen, die Rücklage aus Erbschaften ist gestiegen, der Gewinnvortrag ist gestiegen, alles drei ist unbeschränkt und unbegrenzt. Die Wiederbeschaffungsrücklage ist leicht gestiegen, das ist plausibel, denn wir hatten ja die Aussage gehabt. Und die satzungsmäßigen Rücklagen, die man möglichst gering halten sollte, haben wir auf Null gebracht. Alles schick, alles schön. Machen wir noch eine Verprobung. Die Summe der Zuführung Auflösung muss ja Summe der G&V sein. Und siehe da, beides ist 32.500. Perfekt, haben also auch nichts falsch gemacht. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Bereich, den Steuerarten. Und die Einteilung in die Bereiche ist halt nicht nur für diese Rücklagen, wie ich schon erwähnt, sondern halt auch für die Beurteilung der Steuerpflicht wichtig. Wir schauen uns allerdings erst mit den ersten drei Bereichen an. Und zwar Umsatzsteuer im ideellen Bereich ist nicht steuerbar, da keine Gegenleistung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 USTG vorliegt. Bei der Vermögensverwaltung ist es steuerbar, aber meist steuerbefreit nach § 4 Nummer 8 oder 12 USTG. Das sind die Gewinne aus Zinsen und Dividenden und so weiter. Und der Zweckbetrieb ist ermäßigt auf 7%, das ist eine Sonderregelung. Dass Zweckbetriebe diese Ermäßigung bekommen, stehen § 12 Absatz 2 Nummer 8a USTG. Für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer nach § 59 AO sind nur wirtschaftliche Geschäftsbetriebe steuerbar darin und das hier ist damit raus. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb stellt halt eine Besonderheit im Bereich Körperschaft und Gewerbesteuer dar, da hier die sogenannte Umsatzfreigrenze nach § 64 Absatz 3o in Höhe von 45.000 Euro überprüft werden muss. Und nach 64 Absatz 2o, das ist wichtig, müssen zur Überprüfung dieser Grenze alle wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe addiert werden. Schauen wir also. Haben wir wirtschaftliche Geschäftsbetriebe mit Einnahmen kleiner gleich 45.000 oder größer 45.000. Für die Umsatzsteuer ist es egal, immer steuerpflichtig, wenn da nicht gerade eine Steuerbefreiungsvorschrift greift. Aber für die Körperschaft und Gewerbesteuer ist bei kleiner 45.000 Euro nach 64 Absatz 3 steuerfrei, ansonsten nach 64 Absatz 1 steuerpflichtig. Das üben wir auch, das ist Fortsetzung der Aufgabe. Ich habe jetzt nur noch dahinter geschrieben, wie viel Vorsteuer es gibt oder wo keine Vorsteuer gibt, wo es nicht klar war. Aufgabe ist, ermittelt die Umsatzsteuer, KST und Gewerbesteuer und gehe von einem Hebesatz von 400% aus. Es wurden keine Voraussagen geleistet und alle Werte sollen hier netto sein. Gut. Im ersten Schritt machen wir genau das, was wir schon mal gemacht haben. Wir ordnen alles den Bereichen zu. Mache ich jetzt nicht wieder. Die Aufteilung ist natürlich identisch. Deswegen springe ich gleich zu Teil 2 und wir schauen uns die Umsatzsteuer an. Im ideellen Bereich fällt schon mal keine Umsatzsteuer an und der Vermögensverwaltung auch keine Umsatzsteuer. Das heißt, alle Einnahmen und Ausgaben, die eh keine Umsatzsteuer haben, laut auch der Liste, fallen raus. Und alle, die nur diese beiden Bereiche treffen, fallen auch raus, nur die anderen müssen wir uns anschauen. Das heißt also, der Zweckbetrieb, der hat als Erträge das Ticketing von 8.000 Euro. Nach § 12 Absatz 2 Nummer 8a USTG sind es 7% zu versteuern. Heißt also 8.000 Euro mal 7% macht 560 Euro Umsatzsteuer. Wir können auch noch Vorsteuer abziehen. Und zwar der Anteil der Kosten aus dem Sportbetrieb waren 571,40 Euro. Davon noch 90%. Heißt 108,57 Euro. Macht eine Zahllast im Zweckbetrieb von 451,43 Euro. Wirtschaftlichen Geschäftsbereichen, wir haben mehrere, die müssen addiert werden. Fassen wir das mal zusammen, sonst ist es zu aufwendig. Zu 7% haben wir den Speisenverkauf von 5.000 Euro mal 7% sind 350 Euro. Und zu 19% haben wir sowohl die Werbung als auch der Getränkeverkauf, macht 3.610 Euro.
Das heißt, wir haben Umsatzsteuer von 350 plus 3610 gleich 3960 Euro. Kleiner Hinweis noch, ich habe hier wirklich den klassischen Verkauf gewählt, also zum Verzehr, einfach wenn man es kauft von einer beweglichen Sache, nicht direkt vor Ort, also keine reine Gastronomieleistung, dass man jetzt sagt, das ist ein Komplettangebot, alles mit 90%. Kann natürlich auch sein, dass wenn man das im Gesamtpaket verkauft, dann alles 90% ist uns als einheitliche Gastroleistung gewertet wird. So. Einkaufsspeisen sind dann minus 2.000 Euro mal 7% plus Einkaufsgetränke 3.000 Euro mal 90%, heißt Vorsteuer von 710 Euro. Kommen wir bei einer Zahllast beim wirtschaftlichen Bereich von 3.250 Euro raus. Macht eine Summe also eine Nachzahlung von 3.701,43 Euro. In der Körperschaft und Gewerbesteuer müssen wir denken, nach § 64 Absatz 1 O, nur wirtschaftliche Geschäftsbetriebe können hier überhaupt pflichtig sein. Wir müssen aber die Grenzen prüfen. Einnahmen haben wir von 24.000 Euro. Wir müssen prüfen, ist das größer gleich, kleiner gleich 45.000 Euro, dann ist das nach Absatz 3 steuerfrei, sonst steuerpflichtig. Ist kleiner, also steuerfrei. Und der ganze andere Rest interessiert uns nicht, weil wir müssen eh keine Angaben machen. Das ist natürlich für eine Vorlesung wie die hier etwas unbefriedigend. Also habe ich eine Abwandlung gemacht. Ich behaupte, im wirtschaftlichen Bereich, egal welchen, kommen noch 30.000 Euro umsatzsteuerfreie Einnahmen dazu, die beachtet werden müssen. Dann wird das nämlich ein bisschen anders. Wir müssen 30.000 Euro draufpacken, haben also Einnahmen von 54.000 Euro, sind damit über die 45.000 Euro Umsatzfreigrenze, kommen in die Steuerpflicht rein. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt schauen wir uns den Gewinn laut GUV an. Das waren 12.271,70 Euro plus die 30.000 Euro, die ich hier noch unterschlagen hatte, in Anführungszeichen laut der Abwandlung. Kommen wir also auf 42.271,70 Euro. Freibeträge haben wir sowohl in der Körperschaftsteuer als auch in der Gewerbesteuer von 5.000 Euro. Einmal zu finden in § 24 Satz 1 KStG und für die Gewerbesteuer in § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Gewerbesteuergesetz. Ziehen wir die 5.000 Euro ab, haben wir ein zu versteuerndes Einkommen von 37.271,70 Euro. 15% Körperschaftsteuer nach § 23 Absatz 1 KStG sind 6.340,75 Euro. Darauf nach § 4 Satz 1 Soll-Gesetz nochmal 5,5% Soli von diesem Betrag, macht 348,74 Euro. Der Gewerbesteuermessbetrag. Da müssen wir auf volle Euro abrunden nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Gewerbesteuergesetz und das dann mit der Steuermesszahl von 3,5% nach § 11 Absatz 2 multiplizieren. Heißt also 42.200 Euro haben wir abgerundet mal 3,5%, heißt Steuermessbetrag 1.477 Euro. Das müssen wir mit dem Hebesatz multiplizieren von 400%, der hier gegeben war. Und wir kommen auf 5.908 Euro Gewerbesteuer. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ich weiß, das war jetzt ein schweres und komplexes Thema und ich konnte auch nicht alle speziellen Einzelbereiche machen. Es gibt halt für Krankenhäuser noch ein paar Regelungen und auch beim Sportverein gibt es noch diverse Dinge zu beachten. Aber im Großen und Ganzen und für die meisten Sachen habe ich hier alles abgedeckt. Für alles andere rate ich trotzdem noch an diese 20 Paragraphen der AO durchzublättern. Ist tatsächlich manchmal sogar sehr interessant, was dabei überlegt wurde. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es für euch interessant war. Würde mich über einen Kommentar freuen. Ihr seht, es war diesmal keine Übung für euch dabei, sondern eine Ad-Hoc-Übung. Wenn ihr gerne was zum Üben haben möchtet, bei dem Thema war ich mir nicht sicher, weil das halt nicht prüfungsrelevant ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann bastle ich nochmal eine so Komplexaufgabe, wie ich hier abgearbeitet habe für euch, die ihr dann abarbeiten könnt und stelle natürlich eine kommentierte Lösung vor. Würde ich auf Wunsch für euch natürlich gerne machen. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und ich hoffe, dass alles gut klappt und viel Erfolg im Steuerrecht. Tschüss!